Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 4 gegen 4 Modus. Gab ein neues Update, wie man hier oben schon sieht, kann man erkennen, was die Gegner, was die Teammitglieder genommen haben für einen Startbonus. Und da super viel es da gibt und es hat keiner genommen, bin ich dran. Das ist wirklich eine gute Änderung. Welcome to Nova. So, wir gucken mal rein. Wir könnten. Ja, wir könnten rein theoretisch Grawl Eiersack machen. Will ich aber nicht. Wir könnten auf. Könnten Windfalke nehmen oder die Angler. Ich glaube, die nehme ich beide einfach mit. Zack. Und wir platzieren einfach mal einen Windfalken. So, es gab neue Updates. Das heißt, ein bisschen was hat sich geändert. Man kann zum Beispiel jetzt auch die King-Upgrades in die Warteschlange packen. Das geht. Es gibt eine neue Einheit, und zwar den Goblin Coptor. Den da. Ist eine T1-Einheit, kann man auch aufwerten. Einen Spielmodus gibt es auch, PvE. Ja. Ansonsten ein paar kleine Änderungen. Champion ist besser geworden, Double Login ist besser geworden, das Feuerelementar stärker. Ja, und ansonsten nicht so wirklich nennenswerte Sachen. Vielleicht für Micromanagement, aber das ist aktuell nicht so unseres. Ach ja, die Seraphine wurde auch verbessert. Einen Angler packe ich hin und fertig. Den werden wir nachher noch schön verbessern. Wir haben ja super Fiesta, da wollen wir ein bisschen was verkacken. Ah, hier drüben ist auch was durch. Da haben bestimmt auch der ein oder andere Super Fiesta genommen. Oh, 7 Worker habe ich schon auf dem Plan. Das ist richtig gut. Oh, der sagt, der hat es fast ausgelöscht. So, wir nehmen einmal ihn. Und dann platziere ich noch einen Angler hin. So, pulverisieren, Söldnerzeiten, ja. Geht alles. Meine King-Aufwertung und fertig. Ja, ich finde das schön, dass es immer wieder neue Updates gibt und das Game sich immer dann noch so ein bisschen verändern kann. Oh, jetzt kommt aber viel durch. Ah, die zwei Schnecken waren zu stark für mich. Oh, da haben aber auch ordentlich viele was durchgelassen. Eiersack down. Alle durch. Welle 3. Das ist krass. Können wir auf jeden Fall einen Worker noch reinpushen. So, wir könnten eine Harpie platzieren oder noch so einen Windfalken. Können eigentlich noch so einen Windfalken platzieren. Und dann schon mal so eine Kaulquappe. Einfach hier die King-Upgrades reinmachen. Es kann gut sein, dass ich das halte. Vielleicht ein bisschen zu viel gebaut.
Ja, ist okay. Ist voll okay. Damit können wir gut leben. Ich guck mal rüber. Ja, wir bauen jetzt einfach den hier auf und einen Worker. Super fair ist das halt super gut, wenn alle Gold kriegen. Kommen die sehr schön nach oben. Solange ich verkacke, kriegt jeder Gold. Und das ist gut. Jawohl, kam noch raus. Ist wirklich sehr gut, dass man das jetzt reinpacken kann. Da drüben diese... Ach, die sind schon aufgewertet. Das sind schon die Aufgewerteten, oder? Müssen wir mal gucken, was haben die denn so für Stats. Genau, die haben so eine Giga-Bombe. Every 3 attacks or when it's get a kill. Oversized Rocket 70 Bonus Damage. Okay. Das ist schon stark. Alle drei Angriffe oder wenn es einen killt. Das ist schon fett. So, Windfalken. Platziere hier mal ein bisschen mehr, weil ich will die Runde möglichst halten oder ganz wenig verkacken. Weil das schon sehr viel ausmacht, wenn einer durchkommt von den Sechsen. Hör mit. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, zwei kommen durch. Besser als sechs mit Mini-Leben. So, ich guck mal hier. Er hat diesen Piraten. Der wurde übrigens auch ein bisschen verändert. Und ein kleines bisschen gebufft. Obwohl ich finde, der war schon stark genug eigentlich. Gott, Beschützer. Das heißt, wir können Stich reinschicken. Oh, da geht's schon an den King ran. Das ist gar nicht gut. Schicke Stich mit rein, gucken wir mal, ob es uns was bringt. Den werte ich auf. Und dann platziere ich mal ein paar Harpien. Oh, sind zu viele. Das sind zu viele. So sollte es eigentlich reichen. Ist schon wieder ein bisschen zu viel gebaut für Fiesta. Double Turtle. Ah, wir können gut auf Worker gehen. Haben lustigerweise genauso viel wie die anderen, weil die auch alle extra Geld kriegen, wenn ich verkacke. Hat geblockt mit seinen Teilen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Na, wird er noch abkacken? Ne, ich glaube, das hält er. Ich glaube, das hält er, ja. Da ist er. Stufe 1. So, wir machen hier einen...
Green Devil hin. Ein Worker und noch eine Harpier hier. Dann kann ich ihn nächste Runde vielleicht aufwerten und übernächste Runde mal sehen. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Das ist ein Pyro. Frau Elementar, wie gesagt, wurde verstärkt. Hier ist sogar auch ein neues Upgrade dazugekommen, die finale Form. Bei ihm ist es so, dass der noch stärker wird, wenn er dann seinen Speed-Bonus hat. Guck mal rüber. Den Maulwurf hat er geschickt. Auf jeden Fall kann ich zwei Worker gehen. Ah, ist ordentlich was durchgekommen. 220 hat er geschickt. Aber hier ist es anders als beim normalen Fiesta. Da würde ich jetzt nur einen Vorteil kriegen. Also Vorteil Gold. Hier kriegt es halt jeder. Von meinem Team zumindest. So, wir können. Ja, bei ihm warte ich mal noch eine Runde. Wir werten mal den Falken auf. Dann können wir noch mehr Worker gehen nächste Runde. Ja, ihn kann ich dann bestimmt nächste Runde aufwerten, wenn kurz vor ihm. Er hat nächste Runde, der letzte Runde richtig reingeballert, damit ich auf die Fresse kriege. Sieht gar nicht schlecht aus, aber er hat halt viele von diesen Helikoptern, die dann diese dicken Kanonen überschatten können noch. Also ich habe gehalten auf jeden Fall. Oh, da geht's gut rein. Worker holen. So. Können beide upgraden, das ist gut. Haben wir noch ein paar von den Harpien rein. Wir könnten dann Pulverisieren nehmen, rein theoretisch. Ist gar nicht schlecht. Pulverisieren ist gar nicht schlecht. So. 300 hat er mir reingeballert. Ich glaube nicht, dass ich das halte, was ja schon mal gut ist. Er hat noch ein Viertel Leben gehabt ungefähr. Das ist voll okay. Jetzt können wir doch ordentlich Worker rausholen. Ja, wir nehmen Pulverisieren. Wir könnten das auf sie machen. Oder auf ihn, aber er hat nicht so, so einen schnellen Attack-Speed, ne? Wir machen das mal auf die. Die werden transformiert. Machen hier noch mal was hin und fertig. Mehr Worker holen.
Ja, also ich kann auf jeden Fall nächste Runde gut was schicken. War sogar eine Aufgabe. Ich halte sogar. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So. Ich werte die mal auf. Und dann geht's weiter mit Workern. Dann können wir auch mal rollen, dass wir vielleicht noch ein bisschen magischen Schaden oben drauf bekommen. So, ich guck mal. Stichschaden kommt. Also wir können ruhig einen Drachen reinschicken. So. Noch ein Pack wieder geschickt. Ich guck mal lieber drüben. Und schau mal, wie ich durchkomme. Ah, der Schaden ist zu gut verteilt gewesen. Die Piraten sind halt einfach übelst fett. So, ich habe verkackt. Ein paar, ist gar nicht so schlimm. Ah, hier komme ich nicht durch, aber es ist knapp. Es ist knapp. Ja, Worker holen. Das darf ich nicht vernachlässigen. So, wir können jetzt einfach die Windfalken aufwerten. So. Sollte reichen. Ja, hoffentlich sammelt die noch mal ein bisschen schneller ihr Mana zusammen. Ich werde mal rollen. Stichschaden habe ich genug. Yusora könnte ich mitnehmen. Und sonst, ja, eher nicht so viel. Aber das sieht ganz gut aus. Ja, das halte ich. Wenn die pulverisieren. Single Target. Der ist gut durchgekommen. Consider it done. Blood and glory. Can't touch this. Können wir einfach mal ein bisschen was Dickes schicken? So, Millennium. Den baue ich lieber mal ein bisschen weiter hinter. Weil ich will nicht, dass er dann auf der 15 angegriffen wird. Von den Thaddeusen. Gucken wir mal. Hat mir auch 700 geschickt. Holy shit! Maximal Robos. Das halte ich lieber als das viel zu fett. Ich komme durch, sehr gut. Sogar ganz oben. Schicken einfach Dinos mit rein. Und das sollte schon viel ausmachen.
die sammeln ein bisschen was, aber irgendwie noch so ein bisschen zu langsam. Ah, magischen Schaden habe ich gar nicht. Da muss ich halt die Verteidigung aufwerten. So. Habe ich ihm zwar auch geschickt, aber er hat immer noch ein bisschen mehr. Ja, aber die Verteidigung ist gut. Sehr schön. Jetzt haben wir auch langsam die Wellen dann alle halten. Sehr gut. Meliosora, können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. So sollte es reichen. Auf jeden Fall noch ein bisschen Stichschaden mit rein. So. 860. Holy shit, der schickt doch jede Runde all his. Oh. Könnte ich... Ja... Nee, schaffe ich doch nicht. Sah gar nicht so schlecht aus, aber das werde ich nicht schaffen. Das ist einfach zu viel. Aber es ist gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Alter! Der hat ja nur die gebaut. Wobei die natürlich mega stark sind, wenn die ihre Triple-Kanone dann, also diesen großen Schuss machen können. 70 extra Damage ist schon nicht schlecht. So. Wir können jetzt auf jeden Fall die aufwerten. Ah, die haben noch nicht so viel Mana. So, das reicht. Den Rest alles im Worker packen. Holy shit. Auf 18 könnte ich schicken. Er hat wenig magischen Schaden. Da könnte ich noch was rausholen. So. 680 hat mir nicht alles geschickt, was er schicken kann. So, ich schicke ihm aber jetzt. Da haben wir richtig Hexen rein. Mit seine ganze kleine Kackarmee abkackt. Gibt's ganz viele Hexen. Guck dir das an, Junge. Man muss es ja auch gleich sofort wieder übertreiben. Ach, ich habe keinen magischen Schaden. Das ist halt richtig beschissen. Außer die hier.
Wir machen es so. Und Schluss. Neunhundert. Ach du Kacke. Oh, die Frontline hält halt übelst viel. Sind die alle schon abgeschissen? Ja, es wird nichts. Aber ich halte. Übel gut. So. So, die Blocker, die da sind, die lasse ich jetzt noch drin. Ich werde jetzt die auf. Müssen ja die Frontline irgendwie down kriegen. So. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Belagerungsmaschinen durch die ganzen kleinen Pimmel. Muss man da ein bisschen Frontline reinschicken. So, jetzt wird gesammelt. Ja, 150 Worker. Das kann sich schon sehen lassen. Ja, die sind viel zu stark. Das ganze Armee von diesen kleinen Pimmeln. Man muss es ja auch gleich in der ersten Runde, wo man das zocken kann, sofort wieder übertreiben. So, wir bauen hier weiter alles auf. Die können wir noch upgraden, die beiden. Und dann gibt es weiter Kanonen. Oh, schade, zwei Piepen. Jetzt haben wir die zwei Piepen. Wir haben richtig gut aufgebaut. Bin 2800 drüber. 12.250. Er hat 11.000 aktuell. 13.445. Und die anderen sind nicht so stark. Das gibt's doch nicht. Das hat der eine einfach geschickt. Was soll man dazu noch sagen? Das ist doch Schrott. Das ist wirklich Schrott. Ha, holy shit! Holy shit! Guckt euch das an! Das ist doch nicht normal! So, Hexen sind schon maximal drin.
So. Fertig. Ach du Kacke. Das ist doch nicht normal. Wie kann man denn so übertreiben? Jawohl, mega frischer Angriff. Ist gut, dass sie mal wieder neu beschwören können. Wenn welche abkacken, kriegen die Mega Mana. Das ist perfekt. Den habe ich durchgeprügelt. Den habe ich durchgeprügelt. Hauptsache, die werden schon geschockt, wenn die noch nicht mal da sind. Verrücktes Game. Holy shit. So, das war's mit einer weiteren Runde Legion 4 gegen 4. Quest abgeschlossen. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.